Jo, servus, moin und hallo und keine Ahnung. Schocks hier. Und hab gedacht, ich zeige euch mal ein StarCraft-Replay von mir. Bin jetzt eigentlich nicht so besonders der Bro. Aber hier PVZ. Mein gehasstes aller, keine Ahnung, PVZ kann ich überhaupt nicht. Weil, keine Ahnung, Zerg ist einfach nur beschissen. Soll jetzt nichts gegen Zergspieler sein, aber doch, ich hasse euch. Nee, Spaß beiseite. Ich spiele hier Forge Fast Expo und spiele dann eigentlich voll den Quatsch zusammen. Also ich habe das Match verloren, sag ich mal so, ja, die Spannung ist draußen. Und ja, hier der, ja, genau. Der Zerg geht halt scouten mit seinem Ding, mit seinem Overlord. Ich vergesse natürlich scouten, ja, vergesse es manchmal. Ziemlich oft eigentlich. Kommt ja der Pool. Was haben wir denn hier? Eine Produktion. Ja, Produktion. Könnt ihr ein bisschen gucken. Okay, ich kann natürlich aber EM, das ist natürlich für die Profis hier lachhaft, oder? So 2,30 Durchschnitt. Ja, die Forge ist jetzt gleich fertig. So, jetzt ist hier mein Pylon, mein zweiter Pylon auch fertig. Der Overlord kommt dann langsam hier rüber. Jetzt müsste eigentlich gleich meine erste Cannon kommen, wenn ich mich nicht alles täusche. Baut, glaube ich, drei Cannons. Dann kommt mein nächstes. Und ja. Hab natürlich hier, wie gesagt, vergessen zu scouten und das über das ganze Game. Ja, also ich war da richtig schlecht. Ich meine, man braucht ja auch erstmal auf die Uhrzeit gucken. Und erstmal die Uhrzeit und zweitens mal habe ich auch schon 2 Tage nicht mehr gespielt. Weil meine Festplatte war kaputt, ich muss jetzt eine neue Festplatte kaufen. Und deswegen wird das auch alles, also die ganzen Modern Warfare 3 Gameplays und alles weg und auch das Commentary muss ich nochmal neu machen, denn das wurde, muss ich ja natürlich auch löschen und das Video wurde nicht richtig verarbeitet von YouTube, es ist nur 1 Minute oder so ein Scheiß. Ja. Und jetzt kommt hier gleich meine Echse. Also was mich wundert eigentlich, der Zerg, also der hat noch keine Echse, ich habe eine Echse eher als er und das war das, was, also ich habe mir danach das Replay angeguckt und habe mich eigentlich total gewundert, was der eigentlich für eine Scheiße zusammenspielt. Aber danach habe ich auch gedacht, was spielt ich für ein Scheiß. Das hätte ich 3000 Mal gewinnen können. Jetzt nehme ich hier das Gas. Meine 2 Cannons sind hier fertig und produziere hier weiter Probes. Erstmal für meine Main. Damit ich hier genug habe. Ich glaube, ich mache so 24, 23 oder so. Und dann halt 3 ans Gas natürlich, sehr logisch. Die Overlords haben ein gutes Vision. Und ja. Also hätte er Six Bull oder so ein Scheiß gespielt, ich wäre 1000 Mal zu langsam gewesen. Ja. Jetzt kommt glaube ich erst seine nee, noch nicht seine Expansion. Okay. Ja, wie man sieht, sehr spät erst die Expansion. Ich glaube erst wenn meine fertig ist. Er boomt ja erstmal Roaches. Eigentlich, also so total komisch hat er gespielt. Nur ich halt auch leider. Jetzt kommt, ja, jetzt ist meine Echse fertig. So, und genau jetzt baut er seine, so. Und hab dann hier Gates gerettet, ja, 3 Gates. Erstmal. Dann mein Kern. Da kam dann viel zu spät. Das Gateway erforschen. ja. Hier alles ganz normal. Hier ist noch schön am Aufbauen. Jetzt pumpe ich hier so ein Zelle draus. Für den Fall der Fälle, damit hier zu ist. Ja. Hier, mein Main läuft eigentlich alles gut, da wird jetzt nichts mehr gemacht, da werden jetzt nachher nur noch ein paar Probes rauskommen, aber dann halt für hier.
mach was hier für meine Echse. So, den jetzt aufhalten. Jo, jetzt kommt mein Kabinettikern. Chrono Boost, jetzt kommt das, was ich gerade gesagt habe. Chrono Boost meine Probes. Und hier auch. Damit ordentlich gepumpt wird halt. Können wir mal gucken. Einheiten. Ich bin natürlich mit den Probes etwas weiter vorn, was eigentlich sehr gut ist. Natürlich, er hat 6 Vouchs schon. Das ist natürlich ein Vorteil. Also wenn er jetzt am Anfang einen Push gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich schon verloren. Weiß nicht, ob ich das noch hingerollt hätte mit meinen 3 Cannons. Da jetzt erst mein Kabinett kennt und jetzt seht ihr es, es dauert ewig, bis ich das gecheckt habe, bis er fertig geworden ist. Das war mein Fail. Er kommt immer noch nicht. Also ich glaube 30 Sekunden oder so habe ich nicht gecheckt, dass er fertig ist. Jetzt habe ich hier, vor allem, das war auch das, ich habe eine Sentry gebaut und ich habe es nicht mal mitgekriegt. Das war, das sieht man dann vorhin, wenn sie irgendwann raus ist und ich, sobald, also wenn ich sie verwende. Wenn ich sie verwende, dann habe ich es erst gecheckt. Wir haben jetzt 8 Minuten 30. Wird man gleich sehen, wenn wir sie dann nachher verwenden. Dann, vor allem, was ich auch nicht hingekriegt habe, ist das Supply. Supply Block ist sehr schwierig für mich. Also Supply ordentlich hinzukriegen. So, jetzt ist er auf der dritten gleich. Meine dritte kommt dann gleich auch eigentlich, glaube ich. Dann, jetzt, guck, jetzt habe ich es erst gecheckt. Das eine Minute habe ich gebaut, also Ingame-Zeit. Oder ist es, ja, Ingame-Zeit. Ja, hab's einfach nicht gerafft. Na gut. Ja, hier halt ein schönes Bildchen hier, dann, oh, voilà, und da. Halt alles schön Bildchen und ich habe das halt auch nicht mitgekriegt und daran habe ich auch nicht gedacht. Leider. Ich glaube, ich habe den auch gar nicht gesehen. Wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, hier, ich habe den auch nicht gesehen. Also habe ich mir auch nichts dabei gedacht, ne? Er sieht halt meine Worker, ja, okay, so viel sieht er auch nicht. Sieht auch nichts, ja, aber ich habe halt auch nichts gesehen, ich habe nicht mal gescoutet, das ist das Problem. Gut, jetzt hätte ich hier noch ein paar Gates, weil ich Overmints hatte oder hab noch sehr viele und dann baue ich jetzt glaube ich auch meine dritte. Jetzt habe ich erst gecheckt, hier 2 Minuten stand meine Sentry rum, 2 Sellets hier rausgehauen, jetzt kommt eigentlich gleich meine dritte, wenn ich mich nicht alles täusche. Hier 1 Upgrade schon durch. Das zum Beispiel, ja, er hatte auch keine Upgrades, nur 1 Upgrade und er hat mich gefickt. Das er hat ganz komisch gespielt, das werdet ihr dann auch sehen. Jetzt ist mein Geld fertig, jetzt muss doch langsam meine dritte kommen, oder? So, jetzt klappt mal jetzt schnell aus. Ja. Können ja mal kurz beschleunigen. So, jetzt wird hier reingeworfen. Sorge, das war natürlich auch mein Fehler. Ich habe vergessen. Ja, ich habe vieles vergessen im Gameplay. Also in dem Game. Keine Robo gebaut, beziehungsweise erst sehr spät, jetzt erst. Und meine dritte kommt erst so spät, Mann. Ja. Bisschen fail alles gelaufen. Jetzt kommt erst meine dritte. Und er baut jetzt schon seine vierte. Ja, aber halt nur Stocker reingeworfen, das war mein Fehler. Ich habe ja alles verpeilt bisschen. Lass muss einfach mal so schnell, das ist okay. Jetzt kommen dann nachher auch gleich Worker. Hab dann ja auch erstmal einen Obsi rausgehauen, um zu gucken, was er macht. Ungefähr. Hab den aber nicht wirklich geused halt. Den habe ich hier hingeschickt und dann habe ich den auf die Schaben drauf irgendwie und ja. Irgendwie alles nicht so toll genutzt. Und ja, alles bisschen fail gelaufen. So, sieht man hier, er sieht meine erste, kommt fast. Ja, okay, er sieht halt nur meine erste, auch nichts weiter, aber ich sehe halt immer noch nichts, ne? So. Dann. Natürlich mein, ja, meine Probes 60 und er hat halt 83, ne? Und 21 Overlords, schon eine Menge, ja. Also, und vor allem die Queens. Haufen Larven, wie man gerade sieht, 30 Stück.
eigentlich schon Hammer. Und ja, gut, machen wir ja weiter. Machen wir wieder alle. So, dann hier Haufen Stalker gehabt. Das war mein Fehler, ich habe halt nur Stalker gemacht und ich hätte dann irgendwas um die fertig 42, da kommt glaube ich noch einmal welche dazu. Jetzt kommt gleich nochmal ein Robin, glaube ich. Oder auch nicht. Ja, jetzt kommt noch meine Immortal raus. Ja, da habe ich 5 Immortals und die haben sich immer hier verbuggt, das war scheiße. So, jetzt habe ich hier 49 Stalker, 5 Immortals und damit mache ich jetzt gleich einen Goat, glaube ich. Und ja, er hat halt nur das. Nur. Das ist ja eigentlich nicht viel. Gut. Wie der den jetzt gesehen hat, den Obsi, weiß ich jetzt auch nicht. Ach hier, mein, den Overseer, genau. So, und jetzt mache ich glaube ich gleich ein Go. Kommt hier gerade das Zweier Death raus. Und er hat halt hier. Was hat er hier? 1-1 nur. Und ja. Gut, habe ich gedacht, die ist geklärt. Ja, hier gleich einen Faxen gemacht im Chat. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass, ja, das gewinne ich. So, dann haue ich hier die Linge weg eigentlich. Okay, da hat er ein bisschen Scheiße gemacht, das ist so hinten rum. Habe ich gedacht, er geht meine in meine Dings rein, meine Ex. Habe ich, gut, bin ich wieder zurück, dann kamen sie wieder alle her. Und jetzt gehe ich wieder rein. So. Und jetzt kommen 4 Ullis. 50 Linge, ja, das ist natürlich ein ganzer Pack. Und ich habe noch keine Kolossi. So. Jetzt kommen die 5 Ullis, glaube ich, gleich. Ne, jetzt kommt noch 6. Da kommen sie. Die ganzen Linge. Habe ich schnell runtergeblinkt, weil ich meinen Immortal nicht verlieren wollte. Und hier war mein Fehler. Ich habe die Main einfach nicht gefokust. Und die kleine Exe da. So, ja okay, die Ullis waren kein Problem. Aber jetzt kommen noch mal neue. Und da war mein Micro richtig schlecht. Wie man sieht. Blink gar nicht geused. Gar nichts. Nur einmal hier. Total schlecht eigentlich. Jetzt habe ich alles verloren. So, dann habe ich hier nochmal neu geworbt, aber auch wieder nur so. Und Haufen Overmins und Gas und ja. Die habe ich jetzt erstmal hier hochgeschickt mit. Und dann baue ich hier, wollte ich hier oben eine vierte bauen, aber der hat das mit seinem scheiß Overlord gesehen. Ja, ein bisschen schneller. Jetzt kommen, baue ich jetzt gleich Robos. Jawohl. 3 Stück. Da habe ich dann 4, da pumpe ich dann einen Haufen Kolossi raus. Oh, bin so müde, ey. Na gut, er hat hier schon. Ja, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder? 1, 2, 3, 4. Hier, 4, 5, 6, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier hat er ja 2 stehen. Okay, die eine zählt zwar nicht, die ist nur für Larven, aber ist ja egal. Und ja, dann war hier oben irgendwie, habe ich gedacht, weil wegen seinem Overlord, da ich es gesehen habe, ich gedacht, der kommt jetzt hier hoch. Ich meine, Dings, meinen Stock hier hochgeschickt, okay. Und jetzt kommt er wirklich hier hoch. Und was er hier hat, das war ja schon. Boah. Also. 75 Linge, bitte. Er hat halt einfach nur 200 Einheiten verloren und nicht nur 62, so. Aber jetzt müsst ihr mal gucken. Jetzt, wie alles hochgeht. Mit meinen Einheiten, was ich alles verliere. Das war krass. Erstmal kriegt er meine Echse. Das war scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. So. Jetzt. Ja. Echse natürlich gleich weg. Meine, die ganzen Linge. Jetzt habe ich gedacht, er kommt von da. Nein, er geht da rum und splittet sich jetzt. Das war richtig scheiße. Kolossi nehmen ja das auseinander, dann greift er hier meine Echse an. Mit den scheiß Ullis. Wer spielt denn heutzutage noch mit Ullis, Alter? Entschuldigung mal, aber das ist ja nur echt mal richtig Schwachsinn. Ullis ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Entschuldigung. Ist einfach so. Kolossi bringt es wenigstens, aber Ullis. Hier habe ich alles gefickt. Alles, wirklich alles. So, und jetzt, was macht der Spasti? Er baut Broodlords. Er morpht sie halt.
Einfach mal kurz 14 Stück und dann die Linge. Und da ich nicht so viel Stalker. Ich hatte zwar schon viel Stalker. 37 Stück so, aber die nehmen wir dann alle raus hier. Ich weiß nicht, was da war. Ich habe hier immer hochgeblinkt, um die Dings rauszuholen, aber irgendwie ging's nicht. Ich weiß nicht. Also der 1, 2, 3. Ne, 5 sogar. Jetzt 6. 7. 8. 9. 9 Bootlords habe ich gekickt. So. Und dann war es eigentlich so gut wie vorbei. Weil ich konnte nicht so schnell nachwarten. Kolossi waren natürlich jetzt alle leer. Hier die Worker habe ich leider nicht geused. Und dann habe ich auch keine Minerals mehr, weil alles leer war und meine Echsen weg waren. So. Und ja. Jetzt mal weiter, jetzt spielen wir kurz vor, bis ich den Go mache. So, jetzt mache ich den Go. Und dann sehe ich halt nur noch die ganzen Broodlords. Und dann habe ich noch ein paar Faxen gemacht, dann war es eigentlich vorbei. Die Corruptor habe ich nicht mal nochmal hingeblinkt, noch glaube ich einen Broodlord oder so weggekickt. Oder gar keinen, nee, gar keinen. Ja, dann war es GG. Konnte ich leider nichts mehr machen, habe ich halt Fell gebaut, Fell gespielt halt und ja. Dann war es vorbei. Gut, das war's von mir. Macht's gut, Leute, und ja. Wenn ihr mich abonnieren werdet, wär cool. Also ich will jetzt zwar nicht um Abos betteln, aber ein bisschen so Unterstützung wäre schon nice und ja. Macht's gut und schaut mal wieder vorbei. Tausend.